Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das lang ersehnte Super-Makro-Video von den Babys. Und zwar ist das der Opak-Wurf. Und ihr seht jetzt ja hier schon die Babys. Die sind am 14.03. geschlüpft und sind jetzt circa 4 Wochen alt. Beziehungsweise sind 4 Wochen und 2 Tage alt. Und ich habe mir die Mühe gemacht und habe ja das Super-Makro rausgesucht und wollte euch jetzt mal ein paar Bilder geben. Denn die Tiere haben sich schon echt gut entwickelt. Ich mache mal hier meinen Finger dran, dass ihr so einen Größenunterschied habt. Und das war mein Zeigefinger. Ja, und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Super-Makro-Video. Ja, also heute sind die Tiere besonders gut drauf. Es ist wirklich schwer mit den Super-Makro tolle Aufnahmen hinzukriegen, weil man immer so abschätzen muss, wie weit ran kann man gehen, dass es scharf wird. Aber ich glaube, man sieht schon echt gut, dass sich langsam die Luftblase entwickelt. Sie nehmen auch schon von oben Luft auf, was natürlich sehr gut ist. Der Bauch ist schön rund, nicht zu rund. Da muss man ja immer Acht geben. Und ansonsten sind sie echt gut entwickelt, muss ich ja gestehen. Ich bin echt überrascht von diesem Wurf und freue mich natürlich auch darüber, dass es so gut klappt. Okay, jetzt sind alle wieder nach hinten. Ich schalte mal wieder um nach diesen schönen Aufnahmen auf die normale Sequenz. Ja, denn heute steht nicht nur ein neues Video von den kleinen Babys an zum 4-Wochen-Alter, sondern es gibt heute zum ersten Mal Frostfutter Artemia. Ich habe ihnen eben schon frische Artemia gegeben, aber jetzt möchte ich das mal mit Frost probieren und ihr seid jetzt natürlich live dabei. Dann würde ich sagen, nehme ich mal hier ein Pinselchen. Ich mache das mal mit einem alten Pinsel und ich nehme das so auf und dann gucken wir mal, was sie dazu sagen. Ich habe hier unten ein Schälchen, wo das reinfällt. Da kommt schon einer. Vorne Artemia haben den Vorteil, dass da auch viele kleine dazwischen sind. Und beim Fressen fallen die natürlich so halb auseinander. Na, frisst du was? Auf jeden Fall interessiert. Ich wackel mal, dann sieht das so ein bisschen aus, als wäre das ein Tier für die. Also bei den Jungtieren ist es relativ schwierig, auf irgendwas umzusteigen, was tot ist, weil die natürlich erstmal nur auf sich bewegende Sachen gehen. Deswegen nehme ich auch nicht so viel, das ist wirklich wenig. Das haben die Schnecken nachher schon wieder weggesäuselt. Aber Versuch macht klug und das wäre natürlich für mich eine Erleichterung, weil die natürlich dann schneller Futterzuschuss kriegen. Oder Futter in diesem Sinne zu sich nehmen, was ein bisschen nahrhafter ist. Hier in die Schale fällt das rein. Gucken hier. Einer ist immer ein bisschen der Vorreiter. Aber es interessiert sie leider gar nicht. Das finde ich natürlich jetzt schade. Der hat gerade einen Schluck gegessen. Die müssen natürlich auch auf den Geschmack kommen, ne? Man kriegt die ganze Zeit irgendwas sich Bewegendes und dann fliegt da irgendwas rein, aber man weiß nicht, was es ist. Ich finde diese Übergänge von den Futterarten immer total spannend. Und der traut sich jetzt schon mal zu probieren. Ja, die hat, glaube ich, auch schon ein bisschen gefuttert. Ah, das ist wirklich schwer.
Also die sind schon interessiert, weil sonst würden sie ja nicht herkommen, aber irgendwie hat es noch nicht Klick gemacht. Ist natürlich jetzt nicht das einzige Mal, wo ich das probiere. Der hier unten scheint zu essen. Schlaues Kerlchen. Also es ist wie bei den anderen Tieren, die gucken natürlich auch voneinander ab. Ne? Wenn der erste anfängt, das zu essen, dann machen die anderen das relativ schnell nach. Aber ja, war wohl nichts. Aber ihr habt ja auf jeden Fall jetzt hier mal ein Update gesehen von dem schönen Becken. Und ich habe das den Wasserstand immer noch niedrig, weil die brauchen jetzt nicht so viel. Ne? Das sind ja so 30 Liter oder was auch immer, wenn das nicht voll ist. Und ich versuche es einfach die nächsten Tage weiterhin mit Frostfutter und Staubfutter kriegen sie auch schon. Hier das Wetter Baby, das hatte ich ja mal gekauft. Und die entkapselten Artemia-Eier kriegen sie auch schon als Staub. Das fressen sie auch teilweise. Also ich gehe immer davon aus, dass die Tiere später irgendwo wohnen, wo sie alles kriegen. Also entweder Lehmfutter, was der beste Fall ist, mit gutem Trockenfutter, oder sie kriegen nur Trockenfutter, und auf alles bereite ich sie natürlich vor, denn mir ist nicht nur wichtig, dass sie ein gutes, artgerechtes Zuhause kommen, aber manchmal kann man das ja nicht kontrollieren, weil ich ja auch Tiere in eine befreundete Zuhandlung oder Zufachgeschäft, das ist jetzt nicht so ein Ketten Zeug, aber da weiß ich ja nicht, wo die hinkommen. Und das ist auch wichtig, ich habe das in dem anderen Baby-Video schon erwähnt. Da erzähle ich auch noch was zur Zucht. Ja, aber das könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Macht's gut, ciao.